habe heute ein Video für euch, in dem ich über Ideen für Weihnachtsgeschenke für Weihnachten sprechen will. Eben, ich habe mir nicht da ein paar Sachen überlegt, die ich vielleicht verschenken werde. Für mich ist es das Ziel dieses Jahr, dass alles vegan ist, irgendwas mit vegan zu tun hat, um es eben den Leuten auch ein bisschen näher zu bringen. Und dass es den Leuten halt auch eben gefällt, weil nicht jeder interessiert sich fürs Vegane, nicht jeder mag das Gleiche und so weiter. Deswegen stelle ich euch hier einfach jetzt mal meine Ideen vor. Und vielleicht ist ja jemand auch noch auf der Suche und findet hier eine Anregung. Also als erstes habe ich einen veganen Schlemmerkopf zu machen, halt abgestimmt auf den Beschenkten. Wenn jetzt jemand gern was nascht, dann kann man natürlich mehr Süßigkeiten dazu packen, irgendwelche Riegel oder Reismilchschokolade und so weiter. Wer jetzt zum Beispiel gar nicht süß ist, da ist es natürlich dann schlecht, sowas da reinzupacken. Dann einen veganen Kosmetikkorb, da kann man sich ja im Internet, zum Beispiel beim DM, erkundigen vorher, welche Produkte vegan sind. Oder es steht auch hinten drauf auf den Packung. Und dann eben einfach so ein paar vegane Duschgel, Shampoo und so weiter, sowas vegan, eben zusammenzupacken. Dann habe ich vegane Kochbücher, DVDs, zum Beispiel Gabel statt Skalpell oder Food Inc. oder wie heißt es? Live and Let Live oder wie es heißt. Ja. Dann kann man auch zum Beispiel mal eine Einladung schreiben zu einem veganen Kochabend, dass man eben Freunde oder Verwandte, Bekannte, wenn auch immer, Familie einlädt, für die kocht und vielleicht auch noch eine DVD eben zum Veganismus zeigt. Was habe ich noch? Dann, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, könnt ihr auch Gutscheine, Restaurantgutscheine für ein veganes Restaurant eben verschenken. Wer jetzt auf dem Land wohnt, der muss da mal Research betreiben, ob es da irgendwo was in der Nähe gibt. Wenn nicht, ist das eben nur für die Stadtleute. Man kann auch Gutscheine für einen veganen Online-Versand machen, zum Beispiel bei Alles Vegetarisch oder Vegans oder so, dass man einfach mal einen Gutschein jemanden verschenken, der sich da einfach mal ein paar Produkte raussucht, die ihm eben zusagen. Und vielleicht findet er ja eine neue Milchalternative oder so, was ihm dann eigentlich sogar besser schmeckt. Weil wir wissen ja, die Milchalternativen, die pflanzlichen Milche, Milchs, wie auch immer, sind oft sogar süßer und besser als die Kuhmilch. Vegane T-Shirts kann man bei Spreadshirt zum Beispiel mal vegan eingeben. Oder Eden Lumaya, habe ich euch den Shop ja schon mal vorgestellt. Das sind immer sehr schöne vegane T-Shirts. Wer sich eben auch schon für den Bereich interessiert, wo man weiß, okay, der ist tierlieb und so weiter und steht auf Klamotten, T-Shirts, kann man da eben auch mal schauen. Dann kann man auch Tierpatenschaften verschenken, dass man selbst eine Tierpatenschaft für irgendein Tier abschließt. Dann bekommt man ja meistens so eine Urkunde und die dann eben dem Beschenkten überreicht und damit jetzt zum Beispiel ein Jahr eben eine Tierpatenschaft verschenkt. Kann man zum Beispiel beim Deutschen Tierschutzbund machen. Da kann man es auch gleich als Geschenk angeben. Und dann ist es auch auf ein Jahr erstmal begrenzt. Dann kann man auch für jemanden ein Abo abonnieren, was man dann natürlich aber selbst zahlt, nicht der Beschenkte. Für zum Beispiel Kochen ohne Knochen oder Du und das Tier. Die Zeitschrift ist jetzt auch vom Deutschen Tierschutzbund. Die finde ich immer toll und sehr informativ. Und ja, dann kann man natürlich auch selbstgemachtes Essen, zum Beispiel Marmeladen, Pralinen, Kekse, was einem da so einfällt, was man gut kann und was gut schmeckt und was dem Geschenken vielleicht auch gefallen könnte, kann man einfach mal ein paar vegane Essensgeschenke machen. Dann kann man auch so eine Art Kräutergarten für die Küche, da könnt ihr auch mal bei Google eingeben, da gibt es dann so fertige, wo dann so eine Schale ist und da stehen dann zum Beispiel drei Töpfe drin mit Basilikum, Schnittlauch und Petersilie oder was auch immer. Und ja, das könnte man auch verschenken. Man kann auch vegane Kochkurse sogar, in den größeren Städten gibt es, dass man da einfach einen Gutschein für einen veganen Kochkurs eben verschenkt. Wenn derjenige gern kocht und offen für Neues ist und so weiter, dann ist das vielleicht auch eine Idee.
Dann, das habe ich mal meiner Mutter geschenkt. Ich habe selbst ein Rezeptebuch kreiert mit ein paar Rezepten, ein paar zu Frühstück, Mittag und Abendessen, glaube ich. Und das habe ich dann einfach bei diesem, wo man auch Fotobücher bestellen kann, habe ich das einfach dann eben dort gemacht und ihr das dann geschenkt. Das ist eben auch was Persönliches und da habt ihr vielleicht auch eure Lieblingsrezepte dann alle auf einmal. Vielleicht könnt ihr euch das Buch gleich mitbestellen oder ihr verschenkt öfters. Ja. Dann habe ich noch Do-it-yourself Kosmetik, dass man da zum Beispiel Badeperlen oder Body Butter oder irgendwas selbst macht und das dann eben auch verschenkt. Und als letztes, wer jetzt ein bisschen mehr Geld hat oder was Größeres schenken will, zum Beispiel seinem Partner oder was auch immer, dass man mal so einen Gutschein für ein Veggie-Hotel eben bestellt. Ja, was man auch immer noch gut zu all diesen Geschenken, es waren jetzt übrigens 17 Tipps, ich hoffe, da ist für jeden irgendwas dabei, was Brauchbares, wenn man noch auf der Suche ist und so. Was man auf jeden Fall immer dazu packen kann, sind so vegane Stickers. Mal schauen, ob ich jetzt mal eine finde. Weil ich zum Beispiel hier welche. So, Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht. Hier, was würdest du essen? Tiere sind Freunde, kein Essen. Und irgendwo habe ich noch welche. Die habe ich jetzt auch von Edelumeier bestellt. Das ist zum Beispiel das. Alle lieb haben. Oder hier, solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen können, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken können. Und einen habe ich noch hier. So, ja, sowas finde ich immer toll, wenn man es einfach dazu packt beim Geschenk. Man kann natürlich dann auch irgendwelche Flyer und so, die man ja auch oft auch kostenlos irgendwo bekommt, mit verschenken oder Poster oder eben, wenn ihr schon mal eine Zeitschrift gelesen habt, die durch habt, könnt ihr die auch mit verschenken, einfach mit dazulegen. Ja. Und was mir sonst noch einfällt, was Persönliches, was jetzt nicht unmittelbar mit dem Vegan zu tun hat, sind jetzt zum Beispiel Gutscheine allgemein, Gutscheine fürs Kino, Fotokalender oder ein Fotobuch zu machen. Ja, und das waren jetzt auch schon wieder meine Ideen für Weihnachten. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ich würde mich freuen. Ihr könnt mir auch gerne eure Kommentare da lassen, auch eure Ideen, was ihr noch habt, was ihr vielleicht euch überlegt habt zu verschenken. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.